Hey Frank, ich habe hier die Stacke für die nächste Sendung! Hallo und willkommen bei RIP TV. Heute mit mir vor der Kamera und Tommy hinter der Kamera. Wir mussten das Studio etwas umbauen, aufräumen nach der Detonation. Tja, passiert halt, ne? Heute geht es um Flaschensicherheit oder die Druckluftflasche und du. Dafür haben wir heute eine Stacko heute dabei. Diese Stacko wurde uns zur Verfügung gestellt von Paint Extreme und Crew. Daher nochmal dickes Dankeschön an euch. Und für sowas sind wir natürlich immer dankbar. Aber damit natürlich überall gespart wird, haben wir auch heute nur eine halbe Flasche bekommen. So. An dieser sehr schönen halben Flasche sehen wir aber, woraus diese Flasche besteht, beziehungsweise wie der innere Aufbau ist. Das Innere ist ein Thermoplast. Das äußere Gewebe ist auch ein Verbundstoff. Der Bodenbereich ist durch Metall unterstützt. Und auch vorne, beziehungsweise der obere Bereich, ist durch Metall unterstützt und dort wird auch nachher der Regulator reingeschraubt. Daran sieht man also, wie gesagt, so sehr schön, wie halt der Aufbau einer Druckluftflasche Bereich halt ist. So. Ist aber nur doof, wenn du eine halbe Flasche hast, also haben wir noch eine ganze Flasche dabei, allerdings von einem anderen Hersteller, nicht von der Firma Stacko. Firma Stacko hier, Firma Amotec da. Hier haben wir jetzt auch eine Verbundstoffflasche von dem Hersteller Amotec. Wir wollen euch nur kurz zeigen, wie gesagt, wie die Flasche aufgebaut ist. Wie gesagt, ist auch Verbundstoff. So, jetzt zeige ich euch mal kurz, wie gesagt, hier haben wir das Herstellungsdatum. Diese kann nachgetüfft werden, was bei der Stacko nicht geht. Aber die hier kann nachgetüfft werden. Das ist hier der zweite oder das zweite Datum. Und das letzte Datum ist letztendlich das Datum, wie lange sie noch benutzt werden darf, also sozusagen das Ablaufdatum danach, dass sie nicht mehr genutzt werden. Dementsprechend habt ihr hier noch diverse Hinweise wie Gewicht und sonstiges, Volumenzahl und das Prüfzeichen. Kann man hier, glaube ich, jetzt nicht so gut sehen, ist aber ein Pi-Zeichen. Dahinter ist eine Nummer. Das ist im Prinzip ein Prüfsiegel, dass diese Flasche geprüft wurde. Wie ist die Flasche noch aufgebaut? Eigentlich ganz einfach. Ihr habt die Druckluftflasche an sich. Dann habt ihr den Regulator. Hier von der Firma Ninja. Die O-Ringe, die im Prinzip abdichten vom Regulator zu eurem Markierer. Jetzt kommen die zwei Sicherheitseinrichtungen. Zwei Berstscheiben, die im Prinzip, sollte der Druck ansteigen, wie der Name schon sagt, zerbersten diese Berstscheiben. Sprich, über diese Berstscheiben wird der Druck abgelassen. So, ihr braucht also keine Angst haben, dass euch irgendwie die Flasche um die Ohren fliegt, weil der Druck wird über die Berstscheiben entweichen. Zudem habt ihr dann noch auch in dem Regulator ein Manometer, in dem der Druck auf in PSI angezeigt wird. Und natürlich das Wichtigste, wie drunter, ist der Füllnippel. Weil ohne Füllnippel nichts zum Füllen. So, das ist im Prinzip das Grundlegendste an eurem Druckluftsystem. Wie gesagt, Flasche, Regulator. Ihr braucht auch keine Angst zu haben, die Flaschen sind geprüft. Die haben einen sehr hohen Zerberstdruck, hat nichts mit den Berstscheiben zu tun. Nur die Flaschen sind weit über dem Betriebsdruck geprüft, also bis die platzen, da muss einiges passieren. Nur Warnhinweis und ein Tipp an euch, Öl und Druckluft verträgt sich nicht, daher sind auch Unfälle passiert, weil jemand auf die Idee kam, ich tue auf den Füllnippel, weil der gequietscht hat oder sonst was, Öl drauf oder was weiß ich, ich tue hier auf das Gewinde Öl drauf oder hier Öl drauf, hat alles nichts zu suchen. Kann sein, dass dann Dreck hier drauf ist, was abwischen, aber kein Öl. Druckluft und Öl verträgt sich nicht. Kompression, Explosion, böse, lastert, Finger frei, bäh. So, ich hoffe, wir konnten euch die Angst vor der Druckluft nehmen oder vor dem Druckluftsystem.
Respekt solltet ihr immer haben, ihr arbeitet mit Betriebsdrücken von 200 bis 300 Bar. Als Vergleich, in einem Fahrradreifen sind 6 Bar drin, in einem Autoreifen sind nur 2 bis 3 Bar drin, LKW halt was mehr. Wie gesagt, es sind schon hohe Drücke, aber hier sind auch sehr hohe Sicherheitsstandards, die erfüllt werden, wenn alles richtig gemacht wird. Ich hoffe, die Folge hat euch soweit gefallen. Wir konnten euch etwas, wie gesagt, die Angst nehmen. Habt Respekt. Peace and out.